Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video. Ich schätze, das wird ziemlich schnell gehen, aber ich möchte das abfilmen, allein schon wegen einer super süßen Karte, also die ich bekommen habe. Sehr, sehr, ja, überraschend. Und ja, ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Ich war sehr, sehr, sehr gerührt. Und bei den anderen möchte ich mich natürlich auch bedanken. Deswegen machen wir diese Karte einmal zum Schluss. Da gehört der Umschlag nämlich dazu. Und fangen mal hier an. Die kann ich leider nur von der Seite zeigen, weil auf der anderen Seite, das ist eine Postkarte, auf der anderen Seite die Adressen stehen, also eine Adresse, glaube ich. Und deswegen kann ich sie nicht zeigen. Nur mal so viel. Ich habe eine ganz, ganz liebe Karte bekommen von der lieben Silkes Werkelstadt. Fühl dich mal ganz lieb gegrüßt an dieser Stelle. Auch dir wünsche ich ein super schönes Weihnachtsfest und vielen, vielen lieben Dank für die Karte. Sie ist angekommen. Ich habe mich wirklich mega gefreut darüber. Dankeschön. Dann zeige ich die nochmal schnell. Die ist von meiner lieben Jenny. Das ist meine Brieffreundin. Ich weiß nicht, ob sie dieses Video sieht. Auf jeden Fall habe ich mich auch mega gefreut über diese Karte. Finde ich richtig, richtig cool. Dann habe ich noch eine Karte bekommen, über die ich mich auch wahnsinnig gefreut habe. Die glitzert auch so schön. Seht ihr das? Von meiner lieben Steff. Also sie heißt auch Steffi. Ja, wir kennen uns schon ziemlich lange. Sie wohnt dort, wo ich auch früher gewohnt habe. Sie wird dieses Video nie sehen. Deswegen werde ich es mal vorlesen, was da Schönes steht, weil sie hat schon ein bisschen was geschrieben. Und ja, oder nee, brauche ich ja nicht vorlesen eigentlich. Auf jeden Fall hat sie mir alles Liebe gewünscht und dass dieses Jahr viel passiert ist, dass wir uns gerne wieder treffen würden und so. Und habe ich mich auch mega, mega gefreut über die Post. Vielen lieben Dank an dich, falls du dieses Video siehst, was ich nicht glaube, aber man kann es ja mal sagen. So, und jetzt komme ich zu der Weihnachtspost, wo ich extremst gerührt war, als ich das gelesen habe. Hatte ich ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich ja, wenn ich ehrlich bin. Das war sehr, sehr überraschend. Ich wusste davon absolut nichts und ja, ich habe mich mega, mega gefreut. Als erstes möchte ich euch den Umschlag zeigen, ohne Adressen. Allein dieser Satz schon, manchmal ist man unendlich dankbar, eine bestimmte Person kennengelernt zu haben, fand ich schon mega, mega schön. Und im Übrigen habe ich schon, ohne deine Adresse zu sehen, gewusst, von wem das kommt, habe ich sofort deine Schrift erkannt. Ja, ist unverwechselbar, hast eine sehr schöne Schrift. Und richtig schön gestaltet auch noch hier. Auf der anderen Seite kann ich euch das jetzt nicht zeigen, weil da steht meine Adresse. Ja, kommen wir zu der Post. Moment, so. Wir sehen schon eine mega, mega niedliche Karte, zu der komme ich gleich. Sie hat noch was dazu geschickt, was absolut nicht notwendig gewesen wäre. Die Karte alleine hätte absolut gereicht. Aber trotzdem freue ich mich natürlich. Sheepworld finde ich sehr, sehr niedlich. Und dann hat sie mir geschrieben, nicht geschrieben, geschickt. Überall vermisse ich dich mit ganz vielen Pfeilen. Und ja, Sheepworld steht ja auch. Und dann steht immer hier, 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 hier. Also richtig, richtig süß. Ich mag Sheepworld. Ich zeige es euch mal von der Seite. Dann seht ihr das auch ganz. Habe ich mich mega, mega, mega drüber gefreut. Und dann haben wir hier noch so ein ja, Hello Kitty, sogar mit Katzenhaar drauf. Sehr schön. Nee, Kitty-Bogen, wo sie noch geschrieben hat. Sorry, der ist mir aus Versehen abgeknickt. Aber ist ja kein Problem. Auch richtig, richtig süß, die kleine Hello Kitty. Dann hat sie mir noch einen Bogen geschickt, und zwar diesen hier. Ich glaube, der heißt der Bär im blauen Haus oder so. Ich meine schon. Kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben. Habe ich früher nicht geguckt, aber ich meine hier. Oder blauen Tür? Nee, blauen Haus hieß es doch, ne? Wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und dann dieser mega, mega süße. Schaut mal. Bogen. Den finde ich richtig, richtig schön. Ich mag das, wenn solche Sachen verniedlicht sind und ein Gesicht haben. Halt dieses Kawaii, ne? So verniedlicht mit Gesicht. Ich finde das mega, mega niedlich. Und die werde ich eingießen hier, die Pommes. Die finde ich geil. Vielleicht auch noch die Flasche, muss ich mal gucken. Aber ja, sowas mag ich. Sowas finde ich richtig, richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank erstmal für die ganzen Sticker. Und jetzt kommen wir zu dem Schönsten der ganzen Post. Ja, ich habe mich mega, mega gefreut. Erstmal sind die Wichtel hier total niedlich. Also die gefallen mir mega. Musst mir mal sagen, woher du die hast. Ich schätze mal, das sind so 3D-Stanzmotive. Ich weiß es aber nicht so genau. Auf jeden Fall hat sie das mega, mega schön gemacht. Also gefällt mir gut. Und die zwei gucken so niedlich. Finde ich richtig niedlich. Und dann hat sie hier noch so Flöckchen.
aufgeklebt. Finde ich auch super, super süß. Ja, und jetzt kommen wir zum Inhalt der Karte. Da ich von hier immer alles vorlesen kann, werde ich das jetzt einfach mal tun, weil ich mich einfach, ja, mega, mega gefreut habe. Und ja, deswegen werde ich das jetzt einfach mal machen. Hat sie nämlich geschrieben: Hallo, meine liebe Steffi. Als allererstes sende ich dir Grüße, sogar mit ein bisschen Schnee. Bevor das Jahr zu Ende geht, möchte ich dir noch eine Karte schicken. Ich weiß zwar nicht, wie lange die Post braucht, aber ich hoffe, du hattest schöne Feiertage und hast tolle Geschenke bekommen. Nein, ich bin nicht neugierig. Punkt, Punkt, Punkt. Doch, hat sie ein Smiley gemacht. Ansonsten wünsche ich dir, Marco und Juna ein schönes Silvester. Rutscht gut rein und böllert ordentlich. Und ja, jetzt kommt noch auf der anderen Seite, hat sie weitergeschrieben. Außerdem gibt es noch ein paar Dinge, die ich dir sagen möchte. Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns in diesem Jahr kennengelernt haben und so gut verstehen. Danke für dein offenes Ohr, all die lieben Worte und die tolle Tauschpost. Ich freue mich schon auf das neue Jahr. Einfach toll, dich zu kennen. Danke. Fühl dich gedrückt. Ich hab dich sehr lieb, Sassi. Hatte ich überhaupt erwähnt, dass es von der Sassi war? Naja, ist ja auch egal. Spätestens jetzt wisst ihr es. Es ist eine mega, mega schöne Karte. Und als ich sie gelesen habe, ja, hatte ich Tränen in den Augen. Ich fand das mega rührend, super lieb. Und ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Und ich kann dir alles nur zurückgeben. Habe ich dir, glaube ich, auch irgendwo schon mal geschrieben. Ich mag dich sehr, sehr gerne. Und ja. Ich freue mich auch immer, dass wir so tauschen und auch schreiben und so. Finde ich wirklich mega, mega toll. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut über die Weihnachtspost. Ja. Gut, ich bin fertig. Vielen, vielen lieben Dank euch allen und ja, euch auch fürs Zusehen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Heiligabend und schöne Tage. Und wir sehen uns dann gleich nochmal, weil ich drehe noch ein Video ab. Tschüssi.